Die russische Armee hat offenbar mit Materialknappheit zu kämpfen. So sollen derzeit alte T-62-Panzer aus Sowjetzeiten an der Front in der Ukraine unterwegs sein. Laut dem Militärökonom Markus Kolb zeige dies den Ressourcendruck, dem Russland unterliegt. Russland habe wohl große Probleme, gepanzerte Fahrzeuge an die Front nachzuliefern. Insgesamt habe Russland seit Beginn der Invasion schon über 2920 Panzer verloren. Sollte die Ukraine den russischen Vormarsch aufhalten, könnte Russland schnell in eine prekäre Lage kommen. Doch auch die Ukraine hat offenbar einen Mangel an Artillerie und wartet weiter auf westliche Hilfe. Die ukrainische Verzögerungstaktik sorge dafür, dass Russland sich ein Vorrücken mit Verlusten teuer erkaufen muss. Aufgrund der knappen Ressourcen hält Kolb eine russische Offensive im Sommer für unwahrscheinlich.